Buff, 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 buff. Klopp, klopp, klopp. Dass die sich hier aber alle in der Stadt nicht zerfleischen. Oder wie Allianz. Ja. Ja, dafür sorgt Aldal. Dafür sorgen die Naro. Das würde bei uns normalen Menschen auch nicht kloppen. Also wenn das jetzt Realität, ne? Also, ne? Ja, wir müssten halt so ein Lichtgestalt aufstellen, die so einen harmonischen Klang in unserem Kopf machen, dann geht das vielleicht auch. Meinst du, das funktioniert? Vielleicht. Also hier funktioniert es aber auch. Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Stadt erneut angegriffen wurde. Diesmal kam der Angriff von Illidans Armee. Ein großes Regiment von Blutelfen wurde von Illidans Verbündeten Keltas Sonnenwanderer geschickt, um die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Als das Regiment der Blutelfen diese Brücke überquerte, nahmen die Exarchen und Verteidiger der Aldor Aufstellung, um die Terrasse des Lichts zu verteidigen. Boah, Junge, der spammt aber auch rein, ey. Ich muss immer kurz warten, bis der fertig ist. Das springt immer alle zu hoch da im Chat. Haben wir denn jetzt? Eieiei. Kommt schon gar nicht mehr mit. Ja, Stadt und Schutt an dem Absatz sind wir. Als das Regiment der Blutelfen die Brücke überquerte, nahmen die Exarch und Verteidiger Aufstellung, um die Terrasse des Lichts zu verteidigen. Aber dann geschah das Unerwartete. Nein! Doch! Die Blutelfen haben ihre Waffen vor den Verteidigern der Stadt niedergelegt. Ihr Anführer, ein Blutältester namens Vorental, stürmte auf die Terrasse des Lichts und wollte mit Aldal sprechen. Als der Nare auf ihn zukam, kniete Vorental vor ihm nieder und sprach folgendes: Ich habe euch in einer Vision gesehen, Naro. Die einzige Hoffnung für das Überleben meines Volkes. Ruht auf euch. Meine Gefolgsleute und ich sind hier, um euch zu dienen. Der Treuebruch Warentals und seiner Gefolgschaft war der größte Verlust, den Kaels Streitkräfte je hinnehmen mussten. Und es waren nicht nur Blutelfen. Viele der besten und talentiertesten Gelehrten und Magister Kaels wurden von den Warental beeinflusst. Warental. Die Naro haben die Abtrünnigen, die von da an als sehr bekannt wurden, aufgenommen. Ihr Zuhause befindet sich auf der Ebene über uns. Nur diejenigen, die von den Sehern initiiert wurden, dürfen sich dort aufhalten. Die Aldor sind die Gefolgsleute des Lichts. Vergebung und Erlösung sind Werte, die ihnen nur allzu vertraut sind. Dennoch haben sie unter Kaels Befehl sehr kämpfen müssen, um die Taten der Blutelfen vergessen zu können. Viele Mitglieder der Priesterschaft wurden von genau den Magistern getötet, die geschworen haben, den Naro zu dienen. Sie waren nicht sehr glücklich darüber, ihre Stadt mit führenden Feinden teilen zu müssen. Der heiligste Tempel der Aldor und die Wohnstätten um ihn herum befinden sich auf der Terrasse über uns. Da es ein heiliger Ort ist, sind nur Initiierte dort willkommen. Die Angriffe auf Shadrath gingen weiter, aber wie ihr seht, fiel die Stadt nicht. Im Gegenzug führte der Naro, der als Xiri bekannt ist, einen erfolgreichen Einfall der Schatten in das Schattenmontal, direkt vor Illidans Haustür. Dort begann er mit der Hilfe der Aldor und der Seher Krieg gegen Illidan zu führen. Die beiden Fraktionen haben ihre Feindschaft jedoch nicht niedergelegt.
Ihre Feindseligkeit ist so groß, dass sie darum wetteifern, wem die Ehre zuteil werden darf, den Naro dort zu helfen. Jeden Tag wird diese Entscheidung von Aldal gefällt. Hier sammeln sich die Armeen, um Aldals Segen zu erhalten, bevor sie nach Schattenmond ziehen. Naja. Katka sollte nun bereit sein, euch wieder zu treffen. Boah, denkt daran, dass ihr euch, wenn ihr den Chatar dienen wollt, wahrscheinlich mit den Aldor oder den Seern verbünden müsst. Wenn ihr jedoch das Wohlwollen einer dieser Gruppen erarbeiten könnt, müsst ihr den Hass der anderen in Kauf nehmen. Viel Glück und willkommen in Chatrat. Ja, danke. Also, wenn man das alles durch hat, ne, dann ist man halb schon gestorben. Ja, aber ich finde es halt trotzdem schon ein sehr, sehr interessanter Text auf jeden Fall. Du weißt aber, dass du das nicht hättest lesen müssen. Aber jetzt ist schon vorbei. Ja, ich hatte das ja aber auch vorher schon gesagt. Also ich freue mich immer, wenn Leute mir vorlesen. Ja, ist doch schön. Ohne Witz, ich liebe das. Das ist dann so, du entspannst halt einfach so komplett. Und liegst dann da ja so wie im Koma rum. Ich finde das cool. Ich würde es auch übel gut finden, wenn wir WoW mal eine komplette Sprachausgabe kriegen würden. Ja, das wäre noch alles besser. Vorgelesen wird. Also, das wäre super. ESO-like. Mhm. ESO hat es auch hingekriegt. Ich hoffe, ihr habt etwas über Chatrat erfahren. Nein. Lasst es einfach auf euch wirken. Mhm. So. Beobachtet und geht ihn auf. Was hat er denn hier noch? Ja, jetzt kann man sich bei ihm aussuchen, ob man zu den Aldor, den Priestern der Aldor geht, oder zu den Seern, die abtrünnigen Leute von Kaeltas. Und zu was würdest du denn gehen? Ist, glaube ich, egal. Also ich glaube, storymäßig hat es einen dezenten Unterschied, weil je nachdem, welche Seite man wählt, man auch von der Seite Quests bekommt. Mhm. Die Aldor sind halt natürlich so die Drenai, die schon hier waren. Mhm. Die werden wahrscheinlich vielleicht dahingehend mehr erzählen können. Und umgekehrt, die Seher werden wahrscheinlich mehr über Kaeltas und von denen seiner Perspektive aus natürlich Zeugs erzählen können. Aber sonst ist, also, ne, spielerisch ist das eigentlich nicht so relevant, was man nimmt. Ich würde sonst immer die Seher-Treppe empfehlen, weil von der kann man runterspringen, ohne zu sterben. Bei Al-Alohe geht's nicht. Dann kommt man schneller vom Fahrstuhl nach unten. Ja, ich glaube, bei meinem Alisha habe ich, glaube ich, die Aldor. Die Aldor. Dann würde ich jetzt tatsächlich die Seher nehmen. Dann gehen wir zu den Sehern. Ja. Orental der Seher. Also die Loyalität habe ich jetzt gerade nicht vorgelesen. Ja, alles gut. Ich war gerade noch. Ich bin schon halb weg. Ja. Ich bin schon halb woanders. Seid wachsam. Aber auch nur halb. Nur halb. Nur halb. Worental der Seher. Wollen wir das mal vorlesen hier. Jetzt, da ihr euch für eine Seite entschieden habt, solltet ihr den Anführer der Seher kennenlernen. Ihr findet Worental den Seher in der Bibliothek der Seher auf der Seher-Treppe. Nein! Ja, wir haben es verstanden, wie sie heißen. Aber so hat er es gesagt. Schaut nach, ob ihr ihn unterstützen könnt. Er wird sich über eure Entscheidung, den Seern beizutreten, sehr freuen. Wie eingebildet will man sein, dass man alles nach sich selber benennt? Die Seher, ja. Ja, das ist Worental der Seher auf der Seher-Treppe. Wir treten den Seern bei. Habt ihr das eingesehen? Ja. Nein, das haben wir nicht gesehen. Ja. Wir haben es verstanden, wie wir uns hier anschließen. Auf jeden Fall. Nicht, dass es zu Missverständnissen kommt, ne? Ja, weiß ich nicht.
Ach ja. Nicht, dass es später heißt, ich wusste nicht, dass es Seher sind, ich bin blind, ich will nicht zu denen. Ja. Ach ja. Ich will lieber zu dem Zuhörer. Nicht zu dem zu. Also, wolltest du die lesen? Nee, ich muss sie erstmal nehmen. Ich bin erstmal zum See hergegangen. Ich hätte sie jetzt sonst erstmal angenommen. Nicht, dass wir den im Stream nicht mehr sehen. Die finsteren Zeiten werden vorübergehen. Oh, ja. Also, ich kriege als Krieger eindeutig zu viel auf die Nase. Meine Rüstung ist schon wieder fast kaputt. Lebt wohl. Scheiß auf Lesen. Nein, ich habe gerade nur überflogen und dachte, nein. Es ist zu viel, ja. Aber als du dir da geheilt hast zu verlassen, war die beste Entscheidung ihres Lebens. Ja. Ich wollte dich nicht ansprechen, du riesiges Steinding. So, damit wir den Seher noch sehen. Den Seher, ja, das sehen wir auf jeden Fall. Ja, nicht, dass wir den Seher nicht mehr sehen. Ja, aber da sehe ich mich. Oh. Pass auf, und jetzt trägt deine Augenbinde, ey. Nicht, oder nicht? Ja, sauer, du. Nee, aber Stirnband, ne? Dann wäre ich... Also... Hätte sie eine Augenbinde getragen, ne? Wäre ich aber schnurstracks rausgegangen, hätte mich ausgelockt und wäre ins Bett gegangen, wenn der jetzt eine Augenklappe getragen hätte. Das wäre aber schon ein guter Gag, so. Die Finster. Ja, der Seher sieht halt nichts mehr. Wurrental, der Seher. Katka hat einen Rekruten geschickt. Dann wollen wir euch mal beschäftigen. Ja. Arkane Folianten wir haben. Die Bündelung der Macht. Nee, wäre auch so vieles. Die Gerechtigkeit. Arkane Folianten sind keine gewöhnlichen Bücher, die sich mit arkanen Themen befassen. Ihnen wohnt eine wesenhafte Macht inne. Eine Macht, die ich in eine einzelne arkane Rune bündeln kann. Solltet ihr auf euren Reisen einen arkanen Folianten finden, werde ich euch eine solche Rune geben. Nur die mächtigsten magiebegabten Wesen tragen die Bücher, die ich brauche. In der Scherbenwelt sind das meistens Kaels Blutelfen, aber ihr werdet überrascht, wo solche Bücher des Öfteren auftauchen. Ja. Ja, die Quests sind, glaube ich, auch gar nicht so heftig story-relevant, weil im Prinzip, ja, es ist halt so Zeugs, was man sammelt, um bei denen Ruf zu steigen. Dann irgendwelche damaligen Endgame-Items sich holen zu können. Die Kyrie verbraucht. Doch, für Transmog vielleicht, ne? Das obwohl, so, nee, ja. Ich glaube, Ruf für die T-Sets braucht man gar nicht, aber. Boah. Ich glaube, so wirklich interessantes Zeug haben die mittlerweile nicht mehr. Meinst du? Ich weiß es nicht. Müsste jetzt im Addon nachgucken, was man da kriegt bei der Fraktion. Aber ich. Es war nicht so krass wichtig. Ich glaube, damals halt irgendwelche Juwelenschleifrezepte, obwohl ich glaube, die gab es bei den Aldorn. Ein paar Verzauberungen oder so. Toll ja. Geld nicht. Was nicht ganz so toll ist. Ich merke schon. Mhm. Gut, oh, ich muss ja unbedingt einen Reparateur finden, ey. Haltet den Kurs. Ich zähle innerlich gerade die letzten Minuten. Schnell vergehen. Ist die Frage, was wir noch machen jetzt in den letzten Minuten. Ching, chang, chong. Ching, chang, chong, didong. Boah, mit den Leuten hier noch reden oder so? Können wir machen. Eieiei. Du hast gefragt, wir können auch einfach rumfliegen. Ja, das finde ich gut. Fliegen jetzt hier durch die Gegend und hauen einfach Zeugs oder so. Das ist genau mein Ding.
Okay, kann ich nicht. Ja, Meister der Reparatur. Quest machen wir dann ja sowieso weiter, irgendwann mal, wenn das einen löst. Ja, vor allem ist es dann halt relativ passend, weil das jetzt noch alles zentral so gesammelt ist, ne? Wir haben halt das ja, eine Gebiet jetzt perfekt fertig, so. Und ist das nicht so irgendwo so mittendrin? Den Newton kann ich dir aber noch zeigen. Der hat eine schöne Daily, das ist die Angel-Daily, die es hier gibt. Oh je. Pale. Ich bin doch kein Angelfan. Dann ist gar nicht nett, Peggle, genau. Das ist der alte Barlow, Alter. Braucht ihr etwas? Oh, Angeln lernen hier, Glück. So, jetzt hat er nämlich eine Angelquest. Und wenn man die macht, dann gibt es so einen Beutel. Und in dem Beutel sind viele tolle Sachen. Da können auch Pets drin sein, so diese kleinen Krokodile. Okay. Schnischner, Schnappi und so. Okay. Also, für Pets ist der cool. Petsy Pets. Schnie, schna, schnappi. Ja, auch um halt Angeln ein bisschen schneller hoch zu scalen, sind die Quests natürlich auch super. Fliegen wir denn mal hin? Auch hin tun, machen ein bisschen Sightseeing, ne? Solange du nicht zu dieser ekelhaften Spinne fliegst. Die war im Schattenmontal, ne? Nee. Nee. Nee, im Schergrad hast du gesagt worden. Nee, ne? Die war in den Wäldern von Terraquan. Zwar genau da. Ach. Ja, da unten. Am Rande des Wahnsinns. Mhm. Genau. Fliegen in eine schöne Gegend. Wir gucken uns jetzt ein bisschen Nagrand an. Nagrand kenne ich ja schon. Da kannst du mich Gott sei Dank nicht spoilern. Darfst du nicht nach Netherstorm, Sturm, was auch immer, und Schattenmontal. Und das obere Teil von Sheregrad. Ja. Reisen. Ja, gerade die letzten zwei Gebiete sind halt wirklich, also fand ich zumindest eine der interessantesten. Also das untere hier auf jeden Fall kenne ich schon, aber alles hier oben kenne ich nicht. Und die letzten zwei Gebiete nicht. Ich gehe halt so gut, es geht nach der Reihe. Ist ja auch okay, da habe ich spoilert ja nichts. Sonst ne? Habe ich ein alles Problem. Selbst erleben. Aber Nagrand kenne ich ja mittlerweile. Ja, Nagrand gibt es auch so ein paar geheime Ecken in Anführungsstrichen. Auf dem Classic-Server ist hier oben also komplette Overfarm-Zone wahrscheinlich. Das Elementarplateau. Okay. Ist komplett überfarmt. Da sind so Elementare von jedem Element halt. Mhm. Und wenn man die boxt, hier unten sind so Windelementare, die droppen so Partikel und die braucht man halt für alle Berufe. Und reichlich davon. Und das dieses Plateau ist halt nicht wirklich groß. Hier ist einmal so die Windelementare, keine Ahnung, so vielleicht insgesamt 20. Hier Feuerelementare, das sind vielleicht 15. Das ist ja fast alles die zusammen. Mit den Scherben. Bei Scherben? FF. Achso, bei FF weiß ich das nicht. Es könnte mit hinkommen. Den, ja. Mit den Elementscherben. Guten Morgen, Iron. Gut geschlafen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, weil das halt endgame-relevante Farming-Sachen sind. Dieses kleine Gebiet hier, wo quasi die besten Drops halt sind. Mhm. Und dann sind halt irgendwie so 50, 60, 100 Leute auf dem Server, die alle das gleiche farmen wollen. Dann kann man sich richtig spaßig vorstellen. Ja, ja. Ja, ist halt überhaupt nicht cool. Nicht wirklich, ne? Nee. Ich hab sehr gut geschlafen. Habt ihr die Nacht gut überstanden? Ja, ja, doch haben wir. Ja, das geht eigentlich ganz gut. Kitty ist ja auch sagen. Wieder dazu gestoßen. Mhm, nachdem ich meine Sachen erledigt hatte. Haben ein paar Innis gemacht. Und ja, jetzt fliegt Dufte mit mir um die Welt. Quasi. Ja, ein bisschen Sightseeing.
Bisschen salzig, ja. Die Gebiete, die ich zumindest schon gesehen habe. Wir wollen ja nicht spoilern. Ja. Sind wir jetzt gerade auf der Zielgerade? Sind wir bei 23 Stunden und 28 Minuten? Aber gleich ist Halbzeit. Von der letzten Stunde. Hast du auch hier die Arena-Quest schon gemacht? Ja. Nagant habe ich komplett fertig. Nicht schlecht, ja. Ich habe alle Gebiete außerhalb das, wo ich jetzt gerade aktuell bin. Da natürlich noch nicht. Und halt die zwei, die fehlen. Cool, muss ich sagen. Also die Arena-Quest-Reihe ist schon cool. Die habe ich erst mal Ewigkeiten gesucht, weil ich das Gebiet hier nicht gefunden habe. Ja, es ist halt auch wirklich versteckt. Es ist halt so mitten im Nirgendwo. So, ich bin hier mehrmals drüber geflogen, habe das aber halt einfach nicht voll genommen. Und dann musste ich erstmal dieses Ding suchen. Genauso wie finster Blut zerschlagene. Die musste ich auch Ewigkeiten suchen. Finster, also vom Namen her wüsste ich das jetzt auch nicht aus dem Kopf. Es wurde hier irgendwo ein Ausrufezeichen angezeigt. Was aber nicht dabei stand oder was nirgendwo von die Rede war, dass hier ein Trupp lang marschiert, den du töten musst, und die haben Papiere dabei, die du ja rauben musst. Und bis ich das gescheckt habe, beziehungsweise ich wäre wahrscheinlich sogar früher drauf gekommen, wenn man mir die Dinger nicht immer vor der Nase weggekillt hätte. Ja, man kennt's. Mhm. Weil jedes Mal, wenn ich dann ankam, da liegen ja welche. Oh, egal, das wird bestimmt einfach nur für irgendeine Quest gewesen sein. Ja, es war für eine. Und zwar genau für die. Ja, genau die eine. Die eine oder keine. Ich werde jetzt meinen Sohn aus dem Bett kugeln. Mach das, Iron. Ich kugel mich bald ins Bett, beziehungsweise wir. Mein Kitty hat ja auch komplett durchgemacht mit mir. Also, bis auf halt die Stunde, wo er zu tun hatte. Ich brauche auch schon aufs Schlafen. Ich glaube, wir brauchen uns alle aufs Schlaf. Das Schlimmste ist die Gewissheit, dass wenn ich hochgehe, es schon hell ist. Und hundertprozentig, ich habe meiner Großmutter gesagt, ich rufe sie heute Nachmittag an. Und ich weiß, wer Punkt 11 Uhr heute anrufen wird. Meine Großmutter. Und ich weiß, wer Terroranrufe machen wird. Meine Großmutter. Oh, das wird Horror. Das wird einfach nur Horror. Oh. Einfach nein. Will doch nur schlafen. Wir tun doch nicht. Oh Mann. Ja. Da war das Gehirn kurz wieder Gassi. Ja, das muss man einfach zum Abschluss machen. Das Gehirn hatte kurz Ausgang. Hey, ich sollte nicht gegen die Kämpfe. Gut zu wissen, die sind zu stark. So, um alle aufzuwecken. Hallo. Is it me you're looking for? Nee, das ist es nicht. The kitty might come. With birds and mice and some tasty yums. One day the critters come. Will eat till our bellies are full. Ich nutze einfach meine eigenen Alerts.
Ach, der WoW-Sound passt perfekt dazu gerade. Ja, so in seine eigene Musikwelt. Ja, ich habe komischerweise Pirates of Caribbean gerade im Kopf. Ich mache einfach gerade sämtliche Alerts. Erzähl doch mal, was hast du über dieses Gebiet hier gelernt? Über das hier? Ja. Da ich es nicht gelesen habe, kann ich es dir nicht sagen. Ah, oh, das ist schade. Das ist schade. Ja, und was meinst du, weswegen ich gesagt habe, ich will abzangermaßen lesen? Ach, das hat auch schon, ja, gut, das macht natürlich Sinn, ne? Aber okay, wir können es ja nochmal zusammenfassen. Zangermarschen haben wir jetzt sehr kürzlich erst durchgequestet. was ist da in Zangermarschen so passiert? Naga wollten Wasser abpumpen. Ja. Weißt du, wie ich sowas hasse? Das habe ich vorhin in der Schule gehasst. Aber es war schon mal eins, schon mal was gut Richtiges und was essentiell Wichtiges. Die Naga pumpen dort das Wasser ab. Die Oger haben Pilze geklaut. Weg. Oger haben Pilze geklaut. Ja, genau, Oger haben Pilze geklaut. Ja, das sind so die nicht ganz so relevanten Sachen. Das vielleicht. War relevant. Lass mich. Ja, es hat schon ja, ein bisschen was zu tun, warum die Oger da angreifen. So, ne? Aber das mit den Nagern ist eigentlich so die wichtigste Story in den Zangermarschen. Das mit dem Wasser abpumpen. Guck, ich bin verdammt stolz, dass ich mir das gemerkt habe. Ja, das ich auch. Das sind schon mal drei Worte, die ich mir mehr gemerkt habe als vorher. Das ist ganz schlimm. Wobei doch, wahrscheinlich morgen werde ich mehr davon wissen als jetzt. Ja, das Gehirn muss das ja erstmal in die Festplatte schreiben. Genau. Ja. Es muss erstmal alles verarbeitet werden. Was ich heute gesehen, gehört, gelesen habe. Höllenfeuer-Halbinsel. Wie ist Ihre Meinung dazu? Die sollten da mehr Bäume pflanzen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt da nicht einen einzigen Baum. Ja, siehst du? Ja. Okay, wäre schon mal ein Veränderungsgrund. Ja, was denn? Du hast gefragt, was meine Meinung ist. Ja, finde ich gut, ja. Du wolltest mal so ein Statement raus. So. Ach ja. Sollten diese Höhlenhäscher da mal einkerkern? Den Teufelshäscher, ja. Ach, Teufelshäscher, ja, genau. So, hier, die Stadt, das hat man auch gerade gelesen, so. Wer wohnt denn hier so in der Stadt? Die Aldor Sea. Ja, schon mal gut. Oh Mann, ich hab das in der Schule schon gehasst. Ohne Witz, wenn man mich sowas abfragt, ich weiß nie was. Ohne Witz. Ja, ist ja nicht so. Man muss ja nicht abfragen, so, ne? Das ist einfach nur so, was ist denn passiert, was hat man sich noch gemerkt? Frag mich das morgen nochmal. Ja, wir schreiben jetzt keine Klausur darüber, so, ne? Ich habe jetzt gerade so aus dem Stegreif wüsste ich jetzt gerade fast gar nichts mehr. Morgen fällt mir wahrscheinlich jedes Bank dazu ein, beziehungsweise in den nächsten Tagen. Weil ich weiß hundertprozentig, ich weiß gar nicht, war das bei, ich glaube, es war bei Endwalker. Eine ganze Ecke. Habe ich auch hier, also ne, habe ich alles gelesen. Und ich habe mir so gedacht, okay, ich habe kein Wort verstanden, egal. Zwei Tage später erzähle ich Fuchs alles, was da passiert ist und der wollte es gar nicht wissen. Also, der saß da nur neben und meinte so, warum erzählst du mir das jetzt? Dann so, ist mir gerade eingefallen. Und dann, ja, aber warum erzählst du mir das jetzt? Ja, weil ich es interessant fand.
Ja, aber warum? Tell me why. Genau so. Genau so. Oh. Ich glaube, die Tiere sind wach. So, wir suchen jetzt, ob es hier einen Baum gibt. Nein. Also ich habe keinen gesehen. Ich erinnere mich tatsächlich auch nicht an einen Baum, wo wir vorbeigekommen wären. Aber das, diese These müssen wir noch kontrollieren, ja. Die müssen wir noch stützen. Pass auf, und jetzt finden wir irgendwo in der hintersten Ecke finden wir jetzt einen Baum. Den einzigen so, Baum. Das wäre aber auch wirklich so ein trauriges Geschöpf, so, ne? So, das ganze Ding ist leergefickt, aber einen Baum gibt's noch. Das sollte übrigens ein lebendes Exemplar sein, kein halbtotes. Also nicht, ja, nichts, was auf der Feuer Seite gefangen liegt, oder? Ja, aber jetzt kommen wir mal zur Erklärung. Es gibt hier keine Bäume, aber warum werden diese Rammen aus Holz gebaut? Wahrscheinlich importiert. Ja, muss ja, oder? Oder halt von den Überresten, ne? Einfach ja, das, stimmt, vielleicht waren die ja vorher schon da. Das zusammengeklaubt, was es noch gab. Sind übrigens nur noch 20 Minuten. Das zusammengeklaubt, was es doch gab, von diesen Festungen, was weiß ich. Und daraus das gemacht, was sie noch hatten. Weil nach mehr sieht das auch eh nicht mehr aus. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin es erstaunlich, was sie für eine befestigte Straße haben. Ja, ne? Ja, das ist ja auch die Höllenfeuer-Zitadelle. Ja. Quasi so eine Riesenbastion für die Orks, ne? Ja. Aber wozu brauchen die Orks eine befestigte Straße? Naja, um mit ihren, damit die Panzer da besser Richtung Tor rollen können, ne? Die Straße führt direkt zum Portal. Das ist natürlich für schweres Kriegsgerät gedacht. Damit sie durch das Portal andere Welten besser, ne, erobern können. So wie im Film. Obwohl, da sind sie ja erstmal nur, im Film waren sie ja nur zu Fuß, ne? Wollte ich jetzt sagen. Ja. Da habe ich auch keine befestigte Straße gesehen. Ja, man hat die andere Seite vom Portal auch echt nur sehr kurz im Film gesehen. Und da sah das natürlich hier so noch nicht aus. Da waren auch noch, so war noch grün, gab es noch ein paar Bäume. Stimmt, so da gab es noch Bäume. Hat man in Käfigen gesehen, ja. Ja, die komischen blauen Dinger. Die komischen blauen Geister. Die zu groß gewachsenen Schlümpfe. Ja, das sind hier diese Avatar-Dinger. Avatar-Dinger. Jetzt machen wir gleich alles durch. Ja, natürlich. Ja, was nicht alles blau ist, ne? Ist aber auch eine schöne Farbe. Ein Grubenkommandant. Eher grün. Das Portal sieht halt auch schon cool aus, muss man sagen. Das stimmt. Das dunkle Portal. Ich muss auch sagen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie genau das dunkle Portal funktioniert. Da müsste ich jetzt in der Lore auch wieder Nachhilfeunterricht nehmen. Echt? Ja. Also es wird mit Teufelsmagie gefüttert, so, ne? Das kennen wir alle aus dem Film noch. Und die braucht halt frische Seelen, damit es funktioniert. Aber wie genau jetzt diese Teufelsmagie, ne, so ein Portal erschafft, um irgendwie von A nach B zu kommen, das weiß ich nicht. Gibt's ja auch mega viel, aber das steht, glaube ich, in den Chroniken so ein bisschen drin. Ja, so weit bin ich noch nicht. Bin mir auch nicht sicher, ob das im ersten schon steht. Oder ob das erst im zweiten kommt. Nee, also ja, so angedeutet. Also ich glaube, so wie diese kosmischen Mächte funktionieren, daraus kann man sich das vielleicht so ein bisschen ableiten. Also ich glaube, allein für die ersten zwei Kapitel habe ich 3 Anläufe gebraucht, bis ich die komplett verstanden habe. Also, ja, so ja jetzt also komplett. Klar, also mit den Chroniken gerade am Anfang einzusteigen, ist auch schwer, weil halt
quasi, da geht es ja Entstehungsgeschichte des Universums, so, ne? So komplett crazy Themen direkt von Anfang an. Und dann fragt man sich, wann kommen die Menschen vor? Das dauert halt richtig lange. Das, ja, dauert eine Zeit. Bin ich bis jetzt noch nicht angekommen. Aber ich finde es halt irgendwie cool, dass es das gibt, so, ne? Also es gibt halt selbst so eine quasi so Urknalltheorie, ne? Selbst das gibt es halt für diese Lore. Wirklich haarklein aufgeschlüsselt, wie ist was. Das ist schon irgendwie cool, dass es das überhaupt gibt, so. Ja, stimmt. Oh, ich kann langsam nicht mehr sitzen. Okay. Also oben waren wir noch nicht, ne? Nee. Mal gucken, vielleicht ist der Weltboss da. Der Weltboss? Ja, da steht ab und zu mal ein Weltboss. Obwohl, ich bin mir gar nicht sicher. Aber ab und zu mal, also Lord Kazak heißt er, glaube ich. Weiß nicht, ob der noch spawnt. Aber wenn dann da. Wenn dann dort. Na je. Gott, hier sieht's ja aus. Gemütlich, ne? Erkundet die Höhlenfeuer-Halbinsel. Ach, siehste, das hattest du ja auch noch nicht. Ne. Siehste, wir waren produktiv jetzt auch in den letzten Wochen wieder. Das stimmt. Ja, 15 Minuten haben wir noch. Dann haben wir die 24 geknackt. Sie sind auf jeden Fall Viecher. Alles normale Viecher. Ihrer Macht beraubte Terrorwache. Ich sollte dich doch wecken, Frisches. Guten Morgen. Deine Frau geht gleich schlafen. Und braucht Ruhe und Frieden. Hey, ich bin völlig fertig. Muskelpipi. No. Da macht man in die Hose. Oder in die Windel. Sind das Fledermäuse? Das sind diese, hier, die von, ja. Okay, gut. Die von den Trollen, ja, das sind Fledermäuse. Ansonsten sind es diese normalen, wie heißen die denn? Ja, die Flugviecher von der Horde da. Ja, da weiß ich jetzt so zu Bescheid. Das ist mein Freund, der Teufelsherrscher. Oh ja. Level 38. So stark, wie ich jetzt bin. Der war aber eine Muckibude. Er musste ja irgendwie zulegen, nachdem wir ihn besiegt haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, der hier rechts sieht aber nicht mehr so gesund aus, ne? Der läuft aus. Etwas. Also so von oben sieht es halt schon cool aus mit dem Gerippe da. Das sind Speer Sarumans. Diese Type da hinten, naja. Müsstest du denn nicht langsam mal verwesen? Ich glaube, mehr ist nicht, ne? Da ist ja auch nur Knochen und komische Giftgülle, was glaube ich die Reste von seinem Blut und Zeugs ist. Und da hat ein gewisser Fuchs drin gebadet. Ein gewisser Fuchs, ja. Kitty! In dem Blutsäure-Gedöns hast du drin gebadet. Achso, ja. In der Suppe. In der grünen. Ach ja. Ja, während ihr da einfach durchlauft, mach ich dann Schwimmkurs. Schwimmkurs für kleine Füchse. Ja.
so lernen die kleinen Füchse in der Schule schwimmen. In der grünen Giftsuppe. Ja. Soll schön angenehm sein. Ja. Ist wie Marios Tech-Chist Lava-Bad. Gut für die Haut. Das ist schon geprickelt. In den Bauchnabel. Ja, ich glaube, wenn der in die Lava springt, das prickelt überall. Ja. Meinst du? Ich denke schon. Bei den Eido Hass erfüllt. Ja, weil wir ja zu den Sehern gegangen sind. Die Seher, die auf der Treppe der Seher wohnen und die alles sehen. Richtig. Ja. Boah, diese letzten Minuten, ne? Und nicht auf die Uhr gucken, dann vergehen sie schneller. Sie vergehen gerade gar nicht. Schau dir die Landschaft an. Die letzten drei Stunden, die sind schnell vergangen. Ja, das stimmt, aber die letzten drei Stunden sind echt schnell rumgegangen. Ich finde allgemein die Zeit ist sehr schnell umgegangen. Ja, die Zeit bis 21 Uhr. Von 21 Uhr bis 2 und ab 2 Uhr ging es dann auch wieder. Warum fliegen wir schon wieder auf den Kopf? Weiß ich nicht. Warum liegt das Stroh? Ist halt hier Rückenkraulen. Da muss jetzt auch Rückenmuskeln trainieren, der Drache. Das arme Vieh, ey. Das arme, arme Vieh. Ich glaube, der entspannt sich so. Das melde ich bei der Drachenbehörde. Das ist Drachenquälerei, ja? Das ist Drachenquälerei, ja. Boah, ey, das ist aber Vieh. Was denn? Das ist doch voll in Ordnung. Na gut. So geht er mit seinem Drachen um. Das ist ein ganz normaler, standardisierter Drachenflugtest. Ob die Flügel das aushalten? Ja, das ist DIN 405, Drachenindustrienorm. Mhm. Ja. So, ich lande hier mal auf dem Pilz. Oh, Scheiße. Geh kurz in Deckung. Eber, lauf. Spring von der Klippe. Nein, tu's nicht, Rudi. Stimmt, ihr könnt nicht. Er müsste eigentlich Eberhard heißen. Das ist Eberhard. Oh. Eberhard. Ja, Eberhard. Bei dem wird die Leber hart. Oje. Oje. Eieieie. Jetzt ist er wieder klein. Jetzt ist er wieder groß. Wollte ich gar nicht. Nicht? Gar nicht. Dieser Helm, der geht halt überhaupt nicht, ne? Soll ich mal noch ein bisschen gucken oder so? Ja, kann ich machen. Muffis, Knabberlis, Glücksbringer und Beute. Jetzt hab ich ja auch noch was Hübsches. Luna! Ja, wir haben es gleich geschafft. Guten Morgen, Luna. Ob wir alle müde sind?
schon gut drüber auf jeden Fall. Weißt du, 4-3 Stunden um. Achso, mein Bogen auf jeden Fall. Ein richtig geiler Bogen. Thank you.